HR-Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Nägelmann. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier bei einem weiteren HR-Talk am Freitagvormittag. Mein Name ist Björn Nägelmann von Congress Media und ich darf mich hier jede Woche Freitag mit unterschiedlichsten Gästen in unserem HR-Talk unterhalten über den Wandel, allgemein den Wandel in HR und Personalmanagement. Das ist unser Oberthema, der Shift HR, der Plattform, worüber wir verschiedenste Online-Events und Fortbildungsangebote organisieren und zur Verfügung stellen. Und begleitend hier dazu halt auch diesen Talk machen. Und da gibt es immer ganz unterschiedlichste Themen. Heute wollen wir einmal mehr ein bisschen über das Thema Learning sprechen, Veränderung im Lernen. Auch dazu haben wir auch jüngst in unserem Fachblog schon einiges geschrieben. Was verändert sich gerade im Jahr, in diesem Jahr, in 2023? Wir haben eine Veranstaltung immer wieder, Learning and Talent Development Konferenz, die im Frühsommer stattfindet. Und heute hier zu Gast habe ich einen Experten mal zu diesem Thema, Jan Völsing. Er schimpft sich selber, ich habe es eben nochmal nachgelesen, als Talent Development Enthusiast. Also er beschäftigt sich intensiv mit dem Thema neue Lernformate, neue Lernansätze, spricht da auf verschiedensten Bühnen immer wieder als Keynote-Speaker, ist Buchautor zusammen mit der Professorin Dr. Anja Schmitz, hat da ein Buch rausgebracht, hat da einige Studien gemacht, einiges aufgearbeitet und lehrt auch immer wieder als Dozent an der Hochschule in Pforzheim. Also kompetenter Gesprächspartner, den ich hier gleich habe zu dem Thema, gleich nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Jan. Ja, moin moin. Ich sitze zwar nicht im Norden, aber trotzdem moin moin, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, wir haben ja eben schon im Vorgespräch gehabt, wir haben beide eine schlechte Nacht gehabt, verkürzt, wir müssen uns hier ein bisschen aufmuntern, aber genau. So mit frohem Mutes kann man doch hier gut reinsteigen. Ja? Mit einem Lächeln reinstarten, ich glaube, dann haben wir schon mal die halbe Miete sozusagen. Ja, ich habe eben schon gesagt, du schimpfst dich Development oder Talent Development Enthusiast. Was meinst du denn damit? Was meine ich damit? Also ich meine, wenn du weißt, ich komme gebürtig aus der IT. Ich war ja auch mal bei eurem IOM-Summit, ne? Also mehr so im IT-Kontext tätig. Habe aber irgendwann gemerkt, dass meine Passion eigentlich nicht in der Entwicklung von Systemen liegt, der Verbindung, Entwicklung, sondern von Menschen. Und das habe ich in meinem Masterstudium rausgefunden. Und dadurch habe ich eben wirklich, muss ich sagen, so ein bisschen meine Passion gefunden. Und deswegen, da bin ich sehr enthusiastisch unterwegs, ja, als Development Enthusiast. Insofern fand ich, war das eigentlich ein ganz schöner Begriff, der so ein bisschen ausdrückt. Mein Ziel ist es einfach, dass wir Organisationen und Menschen eben weiterentwickeln, nach vorne bringen. Das treibt mich an und dafür stehe ich dann in dem Sinne auch. Da bist du auch sehr umtriebig, teilst ganz viel über deine eigenen Lernreisen zu unterschiedlichsten Themen. Immer wieder, wenn man dir folgt auf LinkedIn, kriegt man ganz viel mit. Bist in vielen Diskussionen dabei. In dieses Jahr bist du gut gestartet, darüber hinaus, trotz der schlechten Nacht, die wir heute hatten. Ja, also ich muss wirklich sagen, es war ein wirklich schöner, angenehmer Start ins Jahr. Ich habe mich in einem Fitnessstudio angemeldet. Nicht, dass ich das jetzt als neue Vorsätze genommen habe. Nee, das funktioniert eh nicht, aber ich hatte halt gerade Zeit. Als kleines Einzelunternehmen, Selbstständiger, dann macht man es einfach, wenn man Zeit hat. Und das war eben so über die Feiertage oder jetzt im Anfang diesen Jahres. Und mit meinem neuen E-Bike, was ich mir dann auch gegönnt habe, fahre ich jetzt immer schön zum Fitnessstudio, um ein bisschen Ausgleich für mich zu schaffen. Weil ich meine, wir sitzen schon wieder, ne? Wir sitzen andauernd. Wie ist das? Sitzen ist das neue Rauchen. Insofern habe ich gedacht, es wird mal Zeit, irgendwie dem Körper was Gutes zu tun. Und das merke ich auch, dass ich, ja, gerade das mit dem Bike so zum Fitnessstudio zu fahren, das gefällt mir super. Also auch jetzt bei 0 Grad, ich ziehe es durch. Ja. Und die neuen Routinen, die sind schon eingeschliffen oder musst du dich jedes Mal noch überwinden? Nee, also momentan geht's noch, aber ich glaube, dass die schwierige Phase wird kommen, wenn ich wieder mehr zu Kunden raus darf. Ja, also auf Konferenzen oder zu Unternehmen, weil dann habe ich meistens so einen Bruch in der Routine.
Und dann ist es tendenziell schwieriger, am Ball zu bleiben. So, deswegen, momentan bin ich echt noch guter Dinge. Ich schaffe es echt dreimal die Woche dahin zu gehen. Ja, Sind ja schauen jetzt wir aber auch mal, wie das erst drei, weiterläuft. sind ja bisher auch erst 3 Wochen ins neue Jahr Genau. reingestartet und bis sich so Routinen etablieren, sagt man ja immer, es braucht mindestens 12 Wochen, ne? Ja, mindestens, sage ich mal. Also eher noch am besten ein paar mehr. Insofern, ja, aber ich bin guter Dinge. Also Aber es da macht sind wir ja schon momentan. gleich hier, gleich im Thema sozusagen. Wie schaffen wir sozusagen etwas neu zu erlernen und auch durchzuhalten? Aber hier haben wir gerade noch einen aufmerksamen LinkedIn-User. Ich kann leider den Namen wird mir hier nicht angeschaltet, der aber irgendwie weiß, dass du mit E-Bikes in Überlegung warst und was es denn geworden ist. Ein Cube Reaction heißt das Ganze. Also kein super teures Fancy. Ich denke mal, so ein ganz solides Einsteigermodell. Ich werde jetzt kein Fahrradprofi, deswegen habe ich gedacht, muss ich da jetzt nicht zu viel investieren. Aber Aber darüber, damit kann man schon auch über Schotterwege fahren, ne? Und auch mal kleine Hügel hoch. ja, das läuft alles. Und gerade mit der E-Unterstützung, ja, hilft mir das an den Bergen. Und genau das ist, was ich wollte. Ich wollte nicht immer jedes Mal total verschwitzt irgendwo ankommen. Und das funktioniert mit so einem E-Bike halt Naja, ganz so kommst du auch noch ausgeruht ins Fitnessstudio an und bist gut. kannst Genau. dann voller Elan dort Genug einsteigen. Energie. Genau. Gut, aber wir wollen ja heute ein bisschen über das Thema Lernen sprechen. Du beschäftigst dich da intensiv damit, steigen wir mal ganz breit ein sozusagen. Du hast auch einen guten Überblick über das, was natürlich auch Unternehmen machen. Du stehst da immer wieder im Austausch mit vielen Zirkeln etc. Was ist denn deine Einschätzung? Wie gut können denn die Unternehmen heute schon setzen ihre Fort- und Weiterbildungskonzepte heute um im Vergleich zu dem, wie sie's, was da draußen erwartet wird, halt vor allen Dingen halt auch von den Lernenden und von den Mitarbeitenden. Also, was wir natürlich in den letzten Jahren gesehen haben, ist ein massiver Push im Digitalen. Gerade digitaler Content wurde sehr stark eingekauft. Durch die Pandemie gab es da eben einen dicken Schub. Ich sehe auch in einigen, in vielen Organisationen eigentlich, dass sehr viel ausprobiert wird, was mich sehr freut. Also der Veränderungswunsch ist da. Der Veränderungsdrang nimmt vielleicht auch dementsprechend ein bisschen stärker zu. Ich sehe aber auch eine große Herausforderung in den Organisationen, dass das, was sie eingeführt haben, zum Beispiel an digitalen Content, noch nicht die Wirksamkeit entfaltet, die sich ja vor allem auch das Business oder vielleicht auch die Mitarbeitenden wünschen würde. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir den organisationalen Rahmen mit verändern müssen. Also wenn wir den Lernenden im momentanen Kontext und Strukturen einfach nur mehr Angebote machen, führt das nicht automatisch dazu, dass die dann motivierter sind oder mehr Zeit haben. Die Arbeitsverdichtung nimmt zu in den meisten Organisationen. Und solange keine Priorität darauf gelegt wird, auch in den Zielvereinbarungen, dass für Lernen und eine gewisse Wertschätzung entgegengebracht wird, naja, verhalten sich die Mitarbeitenden eher vorsichtig, sagen wir es mal so, wenn diese neuen Angebote wahrzunehmen. Und ich glaube, das merken auch viele Organisationen. Deswegen fangen sie an, stärker auf dieses Thema Lernkultur zu schauen. Also wie können wir eigentlich den Rahmen, die Rahmenbedingungen unserer Organisation verändern, damit unsere Lernangebote auch ihre Wirksamkeit wirklich entfalten können. Hat also eigentlich stärker was mit Organisationsentwicklung momentan aus meiner Sicht zu tun, als jetzt mit dem eigentlichen Lernen. Weil, wie gesagt, da ist gerade in den letzten Jahren schon sehr viel passiert, aber nicht so wirksam, wie es sein sollte für die Organisation aus meiner Sicht. Also mit der Pandemie haben wir natürlich das klassische Seminarangebot umgestaltet in digitale Angebote ist das, und du sagst aber, die Umgestaltung der digitalen Angebote war dann nicht 1:1 in monolithische oder klassische E-Learnings, sondern das waren schon flexible, kleinere Lernangebote, aus denen die Lernenden selbst was rauswählen können, sich rauspicken können, das, was sie brauchen. Das ist ja so ein bisschen die Forderung oder der Ruf nach dem Wandel des Lernens, was wir da an neuen Wegen
beschreiten müssen. Genau, also das, was du beschreibst, ist ein bisschen die Adaptivität, ja, Anschlussfähigkeit an das Individuum. Da muss ich sagen, da sind die Organisationen noch relativ am Anfang, weil sie dazu auf der technischen Ebene dann doch nochmal ein bisschen nachlegen müssen und vor allem auch entsprechend die Daten sammeln müssen, dürfen. Hoffentlich dann irgendwann auch mal von den Lernenden, von ihren Mitarbeitenden, weil nur wenn wir unser Individuum besser kennen, die Bedürfnisse, die Interessen, wo steht die Person, was kann ein nächster sinnvoller Schritt sein, dann können wir ihnen eben auch passende Angebote machen. Da sind wir, also der Wunsch ist da und die Zielorientierung, die Richtung, die ist da, die sehe ich in den Organisationen, aber da laufen wir gerade immer noch viel an interne strukturelle Hürden. Ja, also das Angebot und Nachfrage ist ein Wechselspiel und wenn die Nachfrage noch eingeengt ist, weil die da kein Freiraum ist, kann sich auch das Angebot nicht entwickeln. Ist das richtig? Ja, so circa, ganz genau, ja. Also, aber das Verständnis bei den Verantwortlichen im Learning and Development Bereich, dass wir da was verändern müssen, würdest du sagen, das ist schon etabliert? Das ist natürlich jetzt schwierig. Ich kann hier nur aus meiner Perspektive reden. Und die Organisationen, die auf mich zukommen, ja, die haben wahrscheinlich irgendwie auch was mit dem Buch von der Anja und mir zu tun, haben das vielleicht sich angeguckt oder die Inhalte, die ich auf LinkedIn etc. teile. Und da treffe ich natürlich immer auf Organisationen, die schon einige Schritte gemacht haben, die jetzt momentan einige Schritte machen wollen, die auch mit neuen Sachen, neuen Formaten experimentieren, wie Learning Circles etc. Das sehe ich auf jeden Fall und ich glaube, das nimmt auch zu, wenn man sich die ganze Branche anguckt. Aber mit Sicherheit gibt es auch noch einige Organisationen, die so ein bisschen im Dornröschenschlaf verweilen und so ein bisschen noch im 20. Jahrhundert bleiben und warten, bis es dann wirklich, wirklich ganz, ganz echt dringend wird. Aber ich sehe schon im Großen und Ganzen einen guten Schub in die Richtung. Du hast euer Buch angesprochen, was du mit der Anja Schmitz zusammen herausgebracht hast, unter dem Titel New Work braucht New Learning. Das beschreibt ja so ein bisschen das Problem, was du vorhin besprochen hast. Also wenn wir neue Wege im Lernen gehen wollen, dann brauchen wir auch ein neues Verständnis der Arbeit, ein neues Verständnis der Organisation. Ganz genau. Und das Ganze muss so ein bisschen in Balance sein. Also der Titel heißt ja New Work braucht New Learning. Das bedeutet, wenn wir unsere Organisationen auf der Arbeitsebene weiterentwickeln wollen, Richtung New Work, also mehr Handlungsfreiheit, aber auch mehr Kompetenz erleben in den Arbeitsprozessen, dann müssen wir dementsprechend auch den Lernkontext in diese Richtung weiterentwickeln. Also stell dir vor, du bist in einem agilen Team, in einem Scrum-Team unterwegs und hast da irgendwie selbstverantwortliche Teams. Und auf der Lernebene wirst du, sage ich mal in Anführungszeichen, noch gegängelt wie in der Schule. Also, dass sie dir genau sagen, guck mal, du musst dann das lernen und dann kontrolliere ich es und dann gucken wir mal, was dein Ergebnis war und ob du dann ein guter oder schlechter Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bist. Du siehst, das ist eine Disbalance. Ja, das bedeutet gerade die Organisationen, die sich aufmachen wollen, ihr Arbeiten zu verändern, für die ist es, glaube ich, extrem wichtig, auch ihr Lernen in den Organisationen dementsprechend anzupassen. Weil das ist ja ein gemeinsamer Kulturraum, der da entsteht. Und wenn der in Disbalance ist, dann wird die Weiterentwicklung eher schwierig. Nun haben wir ja schon in der Schule ein großes Problem, weil da eine neue Generation gerade in der Schule heranwächst, die ganz anders mit Informationsangeboten umgeht, die sie da draußen im Digitalen haben, mit der Informationsverarbeitung, Informationsnutzung, also Stichwort Gen Z, wo es ja auch heißt, dass natürlich jetzt mit Beginn dieses Jahr einmal mehr von dieser Generation auch in die Unternehmen halt reinströmen, weil sie alt genug sind. Wird da jetzt neuer Druck aufgebaut für die Unternehmen, dass da mehr Bewegung reinkommen muss? Ganz klar. Die Erwartungshaltung der neuen Generation, der On-Demand-Generation sozusagen, die ist mit Sicherheit anders. Warum die Organisationen aber da wirklich jetzt verstärkt drauf eingehen müssen, aus meiner Sicht, ist, dass sich der Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt wandelt. Also demografischer Wandel, Fachkräftemangel, diese Themen führen eigentlich in den Organisationen dazu, dass sie mehr auf die Arbeitnehmenden eingehen
dürfen aus meiner Sicht oder aus anderen vielleicht sollen und müssen, ja, damit sie eben auch noch die Leute in ihre Organisation kriegen, die sie brauchen, um zukünftig Wertschöpfung am Markt betreiben zu können. Das spielt mit Sicherheit in diesen Wandel auch rein und der Gen Z und der anderen Generation da so ein bisschen in die Karten, sage ich mal. Auch wenn der Weg, den haben wir jetzt nicht dieses Jahr abgeschlossen. Das wird schon noch 2, 3, 4 Jahre dauern, bis wir da wirklich einen Wandel in den Organisationen im Ganzen sehen. Wir sehen es in Teilbereichen. Verschiedene Fachbereiche sind mal weiter, mal weniger weit. Aber so im Ganzen in den Organisationen haben wir noch ein paar Schrittchen zu gehen, aus meiner Sicht. Da ist ja mal so, dass auch diese Generation natürlich jetzt durch die Pandemie gelaufen ist. Also ich habe selber Kinder, die da jetzt in der Pandemie natürlich Remote-Unterricht gemacht haben, da auch gelernt haben, wie man sich dort austauscht etc., wo sie ja zum Teil manchmal sogar weiter sind als die Unternehmen an dieser Stelle. Ja, das würde ich unterstreichen, wobei ich mir auch da wünschen würde, dass Reflexionsfähigkeiten oder Einschätzungsfähigkeiten von auch digitalen Content, die müssen wir schon auch da noch nach vorne schieben. Also mit Sicherheit sind die Generationen schneller, sich neue Kanäle anzueignen, sich Informationen ranzuziehen, aber diese wirklich zu bewerten, zu schauen, okay, wie valide ist denn diese Information? Ja? Wie kann ich die für mich nutzbar machen? Wie kann ich die aufbereiten mit anderen Teilen? Eigentlich das Thema der Kuration, der Content Curation. Da sehe ich doch noch größere Lücken, weil das ja auch die Generation, genau wie wir, nie erlernt haben. Nicht im Schulkontext, nicht im Hochschulkontext, nicht im Arbeitskontext. Das sind eigentlich neue Fähigkeiten, die wir gesamtgesellschaftlich ganz stark nach vorne pushen müssen, aus meiner Sicht, damit wir diese massiven Chancen und Optionen, die uns das Internet eigentlich bietet mittlerweile, überhaupt für uns richtig nutzbar machen können. Auch für die Organisationen natürlich. Lernangebote bereitstellen ist das eine. Man muss ja dann auch noch, wie du sagst, befähigen zum Nutzen dieser Lernangebote oder zur Bewertung und zur Anwendung der eigenen Wertschöpfung daraus. Müssen wir da jetzt anders befähigen, wenn jetzt diese Generation, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass die Generation, die da jetzt reinwächst, von 20 bis 35, also von Schulabgänger bis Hochschulabgänger und auch schon Berufseinsteigenden an dieser Stelle, die bringt ja durchaus ganz viel Wissen schon mit, wie sie technisch sozusagen mit den Systemen umzugehen hat. Ich meine, da hatten wir die ältere Generation, ich muss mich da auch dazu zählen, ich bin auch schon ein bisschen älter, uns musste man vielleicht erst das E-Learning-System erklären oder die interne YouTube-Plattform eventuell auch den Zugang erstmal, bevor wir überhaupt die Inhalte nutzen können. Können wir das abhaken? Also diese technische Adoption an der Stelle für Lernangebote? Aus meiner Sicht nicht wirklich. Also die Digital Natives, wir haben es an der Hochschule auch gesehen, die sind gar nicht so digital, wie man glaubt. Die können sehr gut, also die haben keine Angst, neue Tools zu verwenden. Das ist schon mal hilfreich. Aber die sind gewohnt, kleine Apps für eine Problemstellung zu verwenden. Ich will mit meinen engen Freunden kommunizieren, Signal oder WhatsApp. Ich will mit meinem Freundeskreis kommunizieren, vielleicht Facebook, Instagram etc. Ich möchte Daten irgendwie austauschen, Dropbox oder dergleichen. Aber wenn Sie dann in den Arbeitskontext kommen, ja, dann stellen wir Ihnen Systeme hin, die viele dieser einzelnen kleinen Lösungen zusammenbringen. Social Collaboration Plattforms, Social Intranets, M365 Toollandschaft. Das ist schon um einiges komplexer, ja, wie das die meisten gewohnt sind. Und auch da brauchen wir durchaus, glaube ich, noch ein bisschen Unterstützung, sie damit ranzuführen. Obwohl natürlich man sagen kann, es wird schneller gehen, weil sie einfach offener für diese neuen Technologien und Tools eben sind. Das können wir unterschreiben. Aber nichtsdestotrotz, da gibt es auch noch ein paar Baustellen, wie wir auch in der Hochschule gemerkt haben, wo wir ran müssen.
Also wichtig ist vielleicht technisch schon, aber dann die Anwendung dieser Technologien im Lernkontext, im betrieblichen Kontext, da braucht es dann doch noch ein bisschen Anleitung sozusagen und Befähigung, plus dem, was du vorhin gesagt hast, dann die Nutzung dieser Information, Bewertung dieser Information, Kuration der Information, dass wir das wiederum auch mit anderen Kollegen teilen können und das auch nochmal erweitern und die Lerninhalte immer vielleicht auch durch unsere eigene Kuration und Ergänzung, Kommentierung etc. eventuell noch wertvoller machen. Auch dafür muss es ja ein Verständnis sich erstmal entwickeln. Ganz genau. Also es ist ja nicht mehr so, okay, ich nehme das Buch aus dem Schrank und konsumiere sozusagen, sondern es ist ja hier schon eine Mitmachkomponente in diesen neuen Lernansätzen drin. Ganz genau, ja. Also Bücher, auch wenn meine Kollegin die Anja und ich eins geschrieben haben und wahrscheinlich auch noch mal eins schreiben werden, aber bis die rauskommen, ist ja teilweise der Inhalt schon über ein Jahr alt. Ja, also wenn ich unseren Prozess angucke, wir haben das 2020 bis Anfang, Mitte 2000, nee, bis, wir haben es bis Ende 2020 geschrieben und es kam Mitte, Ende 2021 raus. Also die Prozesse sind viel zu lange. Ja, War schon deswegen, teilweise wieder überholt, musste ja ja, ich schon die glaube, nächste wir hatten Version anfangen. Glück. Wir haben Glück. Das Thema, ich glaube, das können wir auch noch 2, 3 Jahre sich angucken, das Buch. Ich glaube, von den Grundaussagen her haben wir da noch ein dickes Brett zu bohren. Insofern passt das, glaube ich, noch inhaltlich. Aber das ist einfach viel zu lange. Also da müssen wir andere Fähigkeiten aufbauen, um eben mit der Aktualität über das Internet viel besser umgehen zu können. Darf ich hier mal nochmal Hallo rufen, alle, die uns zuhören? Ich sehe hier gerade, die Genau. Barbara Hegert hatte da kommentiert. Sie war ja auch schon im Talk. Schön, dass du da bist. Und auch alle anderen, die ich jetzt hier vielleicht nicht so sehe. Schön, dass ihr da seid. Ihr dürft auch gerne kommentieren. Wir sehen das und Fragen stellen. Das versuchen wir hier mit aufzunehmen und Genau. reinzunehmen, einzubauen. Gehen wir trotzdem weiter. Also es braucht eine Befähigung. Es gibt die Idee von dem neuen Lernen ist, wir machen verschiedenste Angebote, aus denen man dann selber auswählen kann, aus denen man selber seinen Lernpfad zusammenstellen, seine Lernexperience zusammenstellen kann, etc. Dafür müssen wir befähigt werden. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, ab wann überfordern wir dann die Lernenden vielleicht, weil das Angebot ist, oh, ich muss meinen Job tun, ich muss mich vor Ort bilden und jetzt muss ich auch noch selber entscheiden, was gut für mich ist in der Fortbildung. Früher hat mir das mein Chef gesagt, geh doch mal auf das Seminar und dann habe ich alles Wichtige bekommen und jetzt muss ich das noch alles einzeln selber auswählen. Ja, und das ist vielleicht wichtig dazu zu sagen, auch wenn wir Selbstverantwortung, ein höheres Maß an Selbstverantwortung wollen, heißt das nicht, dass man jetzt einfach zu seinen Mitarbeitenden, den Lernenden sagen kann, so nach dem Motto, guck mal, wir haben jetzt hier LinkedIn Learning eingeführt, 30.000 Kurse, enjoy. Ja, also entwickel dich weiter, lern doch, was du willst. Ja, Aber weil, möglichst effizient, ne? genau, Der Job also soll nicht zu trotzdem viel, erledigt werden. ja, weil du musst ja hier auch noch deine Arbeit ableisten, ganz genau. Und da sehen wir, das überfordert viele Lernenden. Also ganz klar, Selbstverantwortung heißt, wie gesagt, nicht einfach hier, bitte mach doch, was du willst. Orientierung zu geben ist ganz, ganz wichtig dabei. Deswegen gehen viele auch Richtung Skillorientierung, glaube ich, aus meiner Sicht auch. Also es gibt ja gerade einen Trend auch im technologischen Bereich. Wie können wir die einzelnen Fähigkeiten der Mitarbeitenden transparent machen, um zu schauen, wo stehen sie? Weil dann können wir ihnen Orientierung geben. Guck mal, in deiner Jobrolle, mit deinen Interessen, das wären vielleicht die nächsten Schritte, die du gehen kannst. Das könnten wir dir empfehlen. Natürlich kannst du dir auch was anderes angucken, wenn du möchtest, aber dieses Orientierung geben ist absolut wichtig. Sonst gehen die Leute einfach nur in der Masse der Informationen und Möglichkeiten unter. Und was passiert, wenn irgendwie was zu viel auf uns einprasselt? Wir ziehen uns so ein bisschen unser Schneckenhäuschen Es ist zurück und dann ungefähr passiert nichts so, mehr. wie ich sage das ja immer öffentlich gerne. Netflix überfordert mich auch immer. Ich gehe Ja. dann doch lieber gerne zur ARD und konsumiere das, was mir vorgesetzt wird. Ja, gut, da bin ich jetzt noch ein bisschen anders gestrickt. Aber von der Grundlogik her stimme ich dir zu. Genau, ja. Ja. Also ein bisschen Also, du musst genau. Orientierungsstützung Und ist dann absolut wichtig. ist das. Und jetzt habe ich doch nur diese eine Zeiteinheit, die ich jetzt einsetzen kann für, was weiß ich, Entertainment oder Lernen. Nehme ich jetzt das oder das?
Ganz genau. Was nehme Da ich jetzt? kommt ja auch ganz viel halt auch, und da kommt ja wieder das, was du vorhin gesagt hast, wo halt auch natürlich diese Kuratierung noch ins Spiel kommt, ne? Also wo natürlich die Lernenden selbst einen Mehrwert dann für die nächsten Lernenden mit reinbringen, wenn sie halt Sachen bewerten, kommentieren etc. Das gehört alles in dieses Spiel jetzt rein, ne? Und Orientierung kriegt man auch durch ein gutes Netzwerk. Also Ja. in der Kurationssprache die Trusted Guides, ja, die sind eklatant wichtig. Also das ist ja bei LinkedIn, wem folge ich, auf wen gehe ich ein? Das ist mein Netzwerk, wo ich als erstes die Informationen herziehe. Natürlich habe ich hier und da noch mal ein paar Newsletter, aber man wird ja so überschwemmt an Informationen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich auch auf einer digitalen Ebene ein gutes, auch menschliches Netzwerk aufbaut, um zu schauen, ah, guck mal, der Björn, der hat immer schöne Talks, da sind immer interessante Leute. Zum Beispiel, da gucke ich mal rein, da kann ich was Neues für mich ja, aufgreifen, was mich eben auch interessiert, was mich vielleicht weiterbringt. Und das wird eigentlich, finde ich, sogar immer wichtiger. Wir reden immer über Digitalisierung, aber dieses Zwischenmenschliche, diese Netzwerke, dieses Vertrauen untereinander wird in einem Kontext der Informationsüberflutung, glaube ich, sogar noch wichtiger, als das früher der Fall war. Jetzt haben wir hier nochmal eine Frage, mit dem, dass wir euer Buch da diskutiert haben, dass der Prozess der Publikation doch eine Zeit lang gebraucht hat. Kommt ja die Frage rein, was würdest du heute anders sehen, als ihr es im Buch dargestellt habt? In welchem Bereich hat sich da mehr getan und was eigentlich schon wieder nachverfasst werden müsste? Wenn ich jetzt noch wüsste, was da alles drinsteht, bei 350 Seiten. Aber ich habe es eigentlich eben schon angesprochen. Falls wir eine zweite Auflage zu schreiben wollen, wo wir gerade in Diskussion sind, ob wir das machen wollen oder vielleicht doch lieber was anderes, über was anderes nochmal schreiben, ist das Thema der Skillorientierung. Das haben wir da noch gar nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es gar nicht drin steht oder wenn, aber nicht in dem Ausmaß, wie ich das für wichtig erachten würde, weil Ist ja auch erst in der Corona-Zeit so richtig jetzt groß geworden, das Thema Upskilling, ganz Reskilling, dann genau. natürlich die Kompetenzermittlung in den Unternehmen, die Ganz genau. Skill-Datenbanken etc. Genau, das ist was, wo ich unbedingt noch weiter tiefer reingehen würde, wo ich gerne noch aufbohren würde weiter. Also wir haben ja über diese Fokusfelder des New Learnings ausgearbeitet. Da haben wir ja auch die Anschlussfähigkeit als eine Anschlussfähigkeit an die Bedürfnisse des Individuums. Aber da muss natürlich auch auf technischer Ebene eine Skill-Orientierung her, also Skill-Development-Systeme, die das Ganze auf technischer Ebene unterstützen. Auch wenn ich aus der IT komme, ich bin jetzt per se kein Freund, einfach ein neues IT-System einzuführen, also zu einem LMS noch ein LXP und noch ein Metaverse drauf. Und da haben wir, glaube ich, gerade andere Probleme. Aber wenn ich eine technische Ausrichtung, ein technisches System einführen dürfte, dann wäre das mit Sicherheit etwas, was Skills im Unternehmen transparent macht. Nicht nur aus Lernsicht, ist ja auch ein HR-Podcast, es geht ja auch um strategisches Recruiting. Wir müssen ja erkennen, welche Kompetenzen und Skills in unseren Jobrollen werden denn am Markt wichtiger? Welche werden stärker nachgefragt und welche kriegen wir vielleicht auf lange Sicht am Markt gar nicht mehr? Also das ist ja auch für die strategische Ausrichtung der Organisation und für das eigentliche Business massiv relevant. Und deswegen glaube ich, dass diese Orientierung und da auch die technische Unterstützung absolut wichtig ist für die Organisation, viel wichtiger als ein neues LXP oder ein neues XY-System zum Thema Lernen, ist für mich Skillorientierung. Hier haben wir nochmal zwei Anknüpfungspunkte. Auch nochmal, ich greife den letzten Punkt erst nochmal auf, weil, glaube ich, der am weitesten reingreift. Du sprachst ja vorhin schon von der Vernetzung, die ganz wichtig ist sozusagen, die für die Kuratierung, für die Orientierung in den Inhalten schaffen müssen oder erstmal uns erarbeiten müssen. Und über die Vernetzung natürlich auch Inhalte angeboten bekommen von anderen Kollegen im Unternehmen. Da schreibt natürlich Barbara Hilgert hier ganz gut rein, Trusted Guides, sehr gut, insbesondere als Abgrenzung zu KI-generierten Empfehlungen. Siehst du das so, dass das sozusagen da der Mensch an der Stelle, dem ich vertraue, der in der ähnlichen Position in der anderen Business Unit arbeitet und der beschäftigt sich damit, also sollte ich mich damit auch beschäftigen?
Ja, also genau. Also dieses Trusted Guides-Thema ist massiv wichtig, glaube ich, in Zukunft. Wir reden ja viel über Future Skills. Und da habe ich ja auch schon mal hier und da ein paar Impulse beigesteuert. Und zum Thema, also wir brauchen mehr Kollaboration, mehr Selbstorganisationsfähigkeiten, digitale Fähigkeiten. Und interessanterweise ist mir eins bewusst geworden, wenn ich auf dieses Thema Content Curation schaue, dann sind viele dieser Meta-Skills eigentlich Teil von Kurationsfähigkeiten. Das bedeutet also, wenn ihr in den Organisationen dieses Thema angehen wollt, ja, auch die Problemlösungsfähigkeiten etc. aufzubauen, zu stärken bei euren Mitarbeitenden, Geheimtipp, der Magic Skill of the Future für mich sozusagen, guckt euch das Thema Content Curation an. Und folgt vielleicht jemandem wie dem Stefan Diepolder, der da schon seit Jahren in dem Kurationsbereich eben ja sehr stark der Vorreiter ist, glaube ich, in Deutschland, um dieses Thema für euch zu erschließen. Ich glaube, das wird sehr, sehr wertvoll und wichtig für die Organisation in Zukunft. Auch die Co-Learn-Community macht da ja immer ganz viel zu diesem Thema Ganz auch. genau. Corporate Learning Community, die sind da Genau. auch immer sehr umtriebig. Das E-Learning Journal hat meistens eigentlich sehr gute Angebote. Also da gibt es Copetry hat zum Beispiel auch Circle zum Thema Lernkultur, Fehlerkultur. Also da gibt es schöne, auch offene Angebote, wo jeder von uns teilgeben kann, den das Thema interessiert. Da sind wir jetzt schon ganz tief drin in der Frage, die da auch nochmal aufkam. Deine Tipps für Thought Leader, Vorbilder, Vorreiter für New Learning. Wem sollte man folgen? Einiges hast du jetzt schon genannt. Genau, den Stefan habe ich eben genannt. Sehr wertvoll finde ich immer, was der Benjamin Jaksch macht. Der ist wirklich auch in Sachen Creation. Wir gehen aus unserer Sicht ja so ein bisschen in die Creator Economy über. Also Und jeder auch wird zum ganz viele Creator. Videoformate, wie man Genau. audiovisuell Sachen vermittelt. Genau. Da macht er wirklich tolle Sachen, finde ich. Das kann ich sehr empfehlen. Ich habe jetzt letztens, das ist noch ein relativ neuer Kontakt, deswegen habe ich es parallel eben auf dem Bildschirm hier nochmal den Nachnamen gegoogelt. Das ist die Cornelia Hatula, Professor Dr. Cornelia Hatula, habe ich jetzt bei LinkedIn gefunden. Und die hat auch tolle Inhalte bis jetzt. Also da habe ich immer gerne drauf geguckt. Ja, meine Kollegin, die Anja, wenn sie auf Konferenzen unterwegs ist oder eben in Artikeln etc., die macht da eine Next-PE-Studie, zum Beispiel auch mit der Nele, Professor Dr. Nele Graf, auch so ein Schlagwort. Und noch einen Namen vielleicht, die Liste ist, ich lebe in Netzwerken, also das heißt, ich könnte jetzt tausende von Namen nennen, wo ich denke, oh, das sind tolle Menschen. Wer natürlich in dem Bereich Lernkulturentwicklung, Learning Ecosystems noch stark ist, ist der Kai Liebert. Der heißt ja auch wie heißt das Münchner Bildungsforum, glaube ich, sehr Bildungsforum, ja. aktiv. Und die haben da ja auch so ein Manifest entwickelt. Also das ist mit Sicherheit auch nochmal eine Person, wo man sich näher angucken kann in dem Kontext. Aber ja, die Liste ist lang. Also es gibt echt viele tolle Menschen, die da was zu beisteuern. Aber es sind, glaube ich, schon sehr gute, spannende Hinweise und Einstiegspunkte in diese Netzwerke. Und wie gesagt, die Corporate Learning Community bietet da ja auch ein großes, offenes Netzwerk, wo man immer wieder reingehen kann und wo man auch wo ganz viele Leute ja sich mit engagieren. Gehen wir Oh, mal in. sorry, da muss ich Ja, kurz ja. reingrätschen, weil einen Namen muss ich dir unbedingt noch nennen, Ja. weil ich finde, der kriegt nicht genug Resonanz bei LinkedIn, also gefühlt aus meiner Seite. Das ist der Oliver Lorenz. Der ist bei Ernst & Young und der fasst Sachen zusammen, der macht immer Top-Beiträge, finde ich. Und ich glaube, da sollten mehr Leute mal drauf gucken, weil der da wirklich viel Arbeit, glaube ich, investiert. Und der Matthias Winke. So, jetzt Das sind jetzt auch Namensschluss, zwei sorry, neue aber. Namen für mich. Da habe ich jetzt auch mal wieder was gelernt. Toll, auf jeden Fall spannend. Ja. Aber lass uns mal in unserem Frageset noch mal einen Schritt Gerne. weitergehen. Natürlich haben wir jetzt ganz viel darüber gesprochen, dass sich da was verändern muss. Und auch so ein bisschen, dass die Rahmen gesetzt werden. Aber jetzt, wie verändern wir das? Also du hast ja vorhin schon gesagt, eigentlich ist es mehr Organisationsentwicklung, wo wir im Moment mehr so dran drehen und schrauben müssen, um da wieder halt auch beim Lernen weiterzukommen. Aber trotzdem nochmal, was sind so für dich die Erfolgsbausteine auf dem Weg zur Ausgestaltung des Wandels im Lernen?
Das Schwierige ist, die eine Blaupause gibt es leider nicht, weil das natürlich sehr auch mit dem Reifegrad der Organisation, mit der Kulturausprägung in den Organisationen zu tun hat. Aber zumindest schon mal ein für mich der vielleicht wichtigste Startschritt, den ich machen würde, wenn ich in der Organisation tätig wäre, ist ein gemeinsames Zukunftsbild entwickeln. Und zwar ko-kreiert mit so vielen aus der Organisation wie möglich. Wie kann man das machen? Lego, Serious Play oder auch mittlerweile Playmobil, ist dafür ja sehr gut nutzbar. Und dort wirklich gemeinsam in Gruppen zu überlegen, wie wollen wir bei uns 2025, 26 arbeiten? Wie wollen wir zusammen arbeiten? Wie wollen wir zusammen lernen? Das in mehreren Gruppen. Da entstehen mehrere Bilder, diese dann vielleicht nochmal ausstellen intern in der Mensa oder über digitale Formate, sich nochmal Feedback einholen, sodass wirklich im Prinzip ein gemeinsames Baby draus gemacht wird. Ja? Ein gemeinsames Zukunftsbild, wo möglichst viele partizipiert haben dran, mit teilgegeben, auf Augenhöhe, um in den Schlagworten ein bisschen zu sprechen. Und ich glaube, dass das viel Energie freisetzen kann, um eben dieses Lernen in den Organisationen zu verändern, wenn wir die Ergebnisse danach weiter kommunizieren, wenn wir die Leute weiter mit integrieren, also wirklich stark in der Co-Kreation sind in diesem Kontext. Sonst ist es massiv kontraproduktiv, mal so ein Zukunftsbild zu machen und danach hört man nie wieder was davon. Wenn man es aber wirklich stringent durchzieht, dann ist das, glaube ich, für mich ein ganz wichtiger Startschritt, weil wir sollten nicht wieder von oben kommen, so klassisch rein top-down, das verschwindet nicht, aber es muss halt so ein Middle-up-down werden, sage ich mal, dass wir einfach nur gesagt bekommen, ach übrigens, Lernen ist jetzt bei uns so und so, weil das ist halt wichtig. Das muss von unten mitwachsen. Und ich glaube, das ist ein absolut wichtiger Startschritt. Und danach ist es viel ausprobieren, viel gucken, was sind die Stellschrauben bei uns, Stichwort lernförderliche Arbeitsprozesse, wie können wir die gestalten, lernförderliche Geschäftsmodelle, welche Rolle hat die Führungskraft, welche anderen Stakeholder im System gibt es. Also da gibt es natürlich einige Stellschrauben, wo wir ran können. Aber das ist viel ausprobieren, verändern, ausprobieren, beobachten, was sich verändert und wieder justieren. Ne? Also das sind kleine Teile, kleine Schritte am Anfang, aber das Zukunftsbild, das Gemeinsame, ich glaube, das wäre extrem wichtig für einen guten Start. Super spannend. Ich finde ja, dass wir halt auch diese ganzen Transformationssilos langsam mal auflösen müssen. Ne? Da gibt es halt Schön. Transformationsprojekte im Bereich neue Zusammenarbeit, neue Formen der Zusammenarbeit. Die haben natürlich auch Adoption-Ansätze rund um Teams und auch Veränderungs- und Befähigungskonzepte. Und dann hast du natürlich noch Learning and Development, die ihre E-Learnings an anderen Fähigkeitssets sozusagen Ja. ermitteln und dann sehen, oh, das geht ja gar nicht, wenn wir nicht irgendwie umdenken in der Organisation. Dann hast du noch Organisationsentwicklung, die noch an ganz anderen Baustellen rumformen, an Führungskräfteentwicklung. Und eigentlich Ja. muss das ja alles ineinander greifen, ne? Und da Schön. läuft viel parallel und behindert sich zum Teil auch manchmal. Stimme ich dir voll zu. Ich bin in vielen Beratungskontexten, wo ich mit drei, vier Abteilungen immerhin schon mal, also nicht mit einzelnen, teilweise sind wirklich drei, vier verschiedene Abteilungen mit dabei, die alle mit dem Thema Lernen zu tun haben. Ja, die einen für die Führungskräfte, die anderen machen im Personalentwicklungsbereich, die anderen machen dann im Organisations-New Work Transformation-Bereich, also ist dann noch eine Akademie, dann noch dies, dann noch das. Genau, also das gehört für mich natürlich viel enger zusammengedacht. Ich höre auch öfter noch in den Organisationen, ja, da können wir jetzt nichts machen, das machen die von der Transformation oder die New Work machen. Und da ist meine Antwort immer, ja, da müssen wir uns verheiraten. Ja, also bitte, lasst uns das gemeinsam denken, weil vielleicht machen wir nuancenmäßig irgendwie was anderes und kreieren Aber uns dann wären ja dann. aus zwei Projektbudgets nachher nur noch ein Projektbudget. Und das wird nicht größer, sondern das ist dann nur noch ein Da Projektbudget sehen zur wir dann die Gehälfte. anderen strukturellen Probleme. Da müssen wir auch ran. Wenn das dann der Outcome ist, ja, du legst die zusammen und hast dann nur noch das Budget von einer der vier, ja, dann haben wir uns ja selbst ins Bein geschossen. Sorry, aber dann wird das Aber ganz, sind ganz das schwierig nicht in der oftmals die Ängste, Transformation. die dahinter stecken, warum man dann doch nicht Ja. sagt, okay, wir machen jetzt hier noch unser Ding, weil wir müssen auch unser Budget fürs nächste Jahr sichern und Natürlich. Deswegen wir sage haben ich hier viel unser Projekt. Organisationsentwicklung. Das ist Ja. viel.
Und natürlich auch, wie steige ich in dem System auf, in der Organisation, ne, in den Hierarchien, die es ja oft noch gibt, ja, wenn ich da meine Macht jetzt sozusagen abgebe, ich war vielleicht Leiterin oder Leiter in dem einen Bereich und dann bin ich in dem anderen das vielleicht nicht mehr, dann fühlt sich das vielleicht auf der individuellen Ebene wie ein Rückschritt an. Also das sind mit Sicherheit auch Ängste mit verbunden. Deswegen ganz viel Change, Organisationsentwicklung ist vielleicht das Hauptproblem im Kontext, wie können wir Lernen in Organisationen verändern? Denn didaktisch gesehen, das, was wir auch an neuen Methoden rein, ja, propagieren, wie mit diesen Learning Circles und Co-Kreation etc., das ist wissenschaftlich nicht neu. Also Social, informelles Lernen, Social Learning, Peer Learning, da reden wir ja schon mindestens seit den 70er, 80er Jahren drüber. Also es wird nur jetzt wichtiger, dass wir das tun. Ja, und da verlagert sich der Fokus stärker hin in die Richtung. Hoffe ich zumindest. Wir haben noch ein paar Minuten, dann möchte ich doch noch über einen doch neuen Punkt sprechen. Du sprachst vorhin von der Bedeutsamkeit von neuen Ansätzen im Content Creation und Content Curation, an der Stelle Curation. Ja, seit Dezember redet jetzt jeder nur noch über ChatGPT. Ganz genau. Und die ganzen neuen generativen Modelle, KI-Modelle, die es da draußen gibt, die jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht sind. Ich meine, ist ja nicht neu, die Modelle gab es auch vorher schon. Vorher war es halt nur Experten zugänglich. Jetzt ist es der Genau. Öffentlichkeit zugänglich mit attraktiven Frontends. Was verändert das? Ich glaube, dass das wirklich massive Veränderungen im Lernen mit sich bringt. Ich durfte letztens sogar noch vor ChatGPT ein Zukunftsbild für eine Organisation zeichnen, wie sich ihr digitales Learning-Ökosystem weiterentwickeln soll. Und auch da hatte ich schon so diesen Gedanken, dass wenn wir von Lernendenseite drauf gucken, habe ich meine Organisation nachgefragt, wo ich eine Keynote halten durfte, wo guckt ihr denn zuerst? Und dann habe ich dem Kunden auch gesagt, schreib auch mal Google hin. Und 90% der Antworten, ich fange bei Google an. Das heißt, die Leute sind solche Suchfelder gewohnt, ja, wo sie direkt was eingeben können. Und jetzt kommt ChatGPT und da gibst du in so ein Suchfeld deine Frage ein und kriegst sogar direkt die Antwort. Ja, Wahnsinn, was ist denn das für eine Arbeitserleichterung? Wie schnell geht das denn so? Das bedeutet natürlich, diese GPT, diese Large Language Models, die können wir natürlich auch für interne Inhalte verwenden. Die können wir da einspeisen, sodass Leute in Zukunft eigentlich nur noch in ihren Textfeld interne Suchmaschine eingeben müssen. Ich brauche Hilfe zu XY. Und dann kriegen die konkret die Antwort. Und wenn es nach mir geht, auch noch ein paar Leute, wenn wir Skilltransparenz haben, die sagen, guck mal, die Person hatte auch noch schon mal die Frage. Die hat da schon mal was gemacht. Tausch dich doch noch mal mit ihr aus. Aber all das wird viel leichter möglich, wenn wir von OpenAI die Schnittstelle zum Beispiel zu GPT anzapfen und für uns in den Organisationen nutzbar machen. Der ganze Content Creation Bereich, viele Organisationen sind immer noch dabei, massiv digitalen Content zu entwickeln, 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 entwickeln. Videos zu drehen. Ja, sorry, aber das wird weniger wichtig in Zukunft. Ja, Ich glaube, die Personen gehen dahin, wo sie direkt die Antwort kriegen. 10 Minuten und wir haben ein digital mit KI produziertes Lernvideo, wenn Ich habe das alles wir ausprobiert. entsprechen. Genau. Das geht. Ich habe angefangen, wenn ich jetzt Artikel und Texte schreibe, dann jage ich die erstmal durch eine AI. Nur mal so, als Ideen, als Outlines, ja. Und dann packe ich da meine Ideen noch mit rein. Also super hilfreich. Das So, beschleunigt wenn du den jetzt deine Idee mit der Suchmaschine da gibst, ich Arbeitsprozess. brauche Informationen, Fortbildung zum Thema XYZ, es gibt noch kein fertiges Video dazu, dann generiert das LLM gekoppelt mit dem Domänenwissen über das, was es im Unternehmen zu diesem Thema gibt, kurz ein Lernskript, jagt Genau. es durch die KI Video Engine und hinten raus kommt eine Erklärung videobasiert in 10 Minuten. Absolut möglich. Ich glaube, das wird so passieren. Natürlich sollte man dann irgendwie noch mal gucken. Ne, wir kennen es ja von ChatGPT. Das ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Ja, machen wir uns nichts vor und dann sind wir wieder beim Curation. Weil wir müssen trotzdem noch ein Verständnis haben, wir müssen trotzdem noch überlegen, ist das denn da richtig?
Und vor Aber der allem Time to Market sozusagen, die Schnelligkeit, wie jetzt Lerninhalte bereitgestellt werden genau. und auch wie individualisiert sie bereitgestellt werden auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse der ja. Lernenden im Unternehmen, das verändert sich ja massiv. massiv und auch wirklich, wenn wir wollen, sehr schnell. Also wenn die Organisationen wollen, die OpenAI-Schnittstelle kann jeder dran. GPT-4 kommt bald raus. Das ist ja exponentielle Entwicklungskurve. Also wir sind, im Buch haben wir geschrieben, wir sind am Tipping Point, diese exponentiell. Und jetzt, 2 Jahre später, sehen wir genau, wie es jetzt massiv nach oben gehen wird. Und das müssen die Organisationen für sich entschließen, sonst werden sie viel zu langsam am Markt agieren und damit wird es schwieriger, Wertschöpfung zu betreiben in Zukunft, ganz klar. Da müssen Schönes wir rein. Schluss, schönes Schlusswort, schöne Forderung, die du jetzt hier mitgibst. Wir sind schon bei 12:16 Uhr, schon eine Minute über unsere Sendezeit. Jan, vielen Dank für deine Zeit. War ein Gerne. tolles Gespräch. Ich glaube, wir haben viele spannende Inhalte herausarbeiten können, die vielleicht auch dem einen oder anderen hier ein paar Impulse geben können, wo sie hingreifen sollten und was man noch machen kann. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit da draußen, die wir bekommen haben, für die Kommentare, für das Zuschauen, das Zuhören, das Nachschauen, das Nachhören. Wir sind ja auch weiterhin verfügbar in den Plattformen und auch als Podcast kommt das Ganze jetzt im Nachgang noch raus, also als Podcast-Folge. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sind raus, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Das war der HR-Talk mit Björn Negelmann. Weitere Informationen auf der Plattform zum Wandel in HR und Personalmanagement. www.shifthr.de